Einen wunderschönen guten Nachmittag euch allen. Ja, hallihallo. Heute bin ich denn ja das erste Mal mit dabei, also das zweite Mal bei den Tux-Tagen und das erste Mal an diesem Tag. Genau. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Warst du gestern dabei? Ach, nee, warte mal. Nein, war ich nicht. Nee, warst du ich nicht, ne? Zwei. Ah, ja, okay. Genau, habe ich gestern zu spät gekriegt. Und da war es schon vorbei, wo du nochmal gefragt hattest. Ach so, ja gut, macht ja nichts. Ja, nee, aber sehr, sehr cool. Jetzt seht ihr auch mal, Hauke, man hat tatsächlich nach dir schon manchmal im Chat gefragt. Ne? Das hey. Ist, ja, hey, jetzt ist er da. Direkt Import aus Kiel. Ja, toll, was diese Technik heutzutage möglich macht, ne? Genau. Ja, nicht nur Hauke ist dabei, Micha ist auch wieder dabei. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch wieder da. Oh. Ja. In Dauer-Action, die über jetzt ja schon, Freitagabend habt ihr ja angefangen und jetzt die ganze Zeit eigentlich ja durch, oder? Ja. Absolut. Also ich muss sagen, ich bin heute Abend dann wirklich dann auch fertig für das Wochenende. Ne? Das muss man schon sagen. Ja, aber gut, ich würde sagen, lasst uns in so ein Thema reinkommen, auf das auch schon viele gewartet haben. Und zwar, wie sichert man seinen Server richtig ab? Ja, ist ein weites Feld, ist ein sehr, sehr weites Feld. Es gibt so viele Sachen zu beachten eigentlich und wir versuchen in den nächsten 45 Minuten das so dann, ich sag mal, klein zusammenzufassen oder so, ich sag mal, die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Alles können wir natürlich nicht machen, aber so die wichtigsten Sachen, die ihr unbedingt vielleicht machen solltet. Ja. Ja. Hat schon jemand von euch einen Punkt, den er sofort loswerden will? Ich würde mit Updates anfangen. Also das ist eher so dieser wichtigste Punkt, was man auf jeden Fall machen sollte. Also Software mal aktuell halten. Das lässt sich unter Linux wunderbar automatisieren. Also ich benutze dafür cronapt für die Systeme, die sowieso ständig laufen, also für Webserver. Und die machen halt jede Nacht um, ich glaube, 4 Uhr oder so, automatisch Aktualisierung von den ganzen Paketen und schicken mir dann hinterher eine Mail. Und dann kann ich morgens halt gucken, was ist da gelaufen. Und über die ganze Zeit, wo ich das jetzt so automatisiert habe, das sind vielleicht schon 10 Jahre oder so. Also hat das bis jetzt immer funktioniert. Aber ich benutze ja auch Debian Stable dafür. Ich weiß nicht, wie gut das bei anderen gehen würde. Aber Punkt 1 wäre bei mir Updates. Wie am besten Updates machen? Wie einrichten? Also ich nehme dafür cronapt. Das gibt es allerdings ja auch bloß für Debian und Debian-Derivate, also für Ubuntu und Linux Mint. Und eben auch für Server, also für Systeme, die halt ständig laufen. Wenn man jetzt einen Desktop hat, da gibt es ja diese verschiedenen Applets für, die dann fragen, sollen wir mal ein Update machen? 10 Stück könnte man jetzt aktualisieren. Und das ist eben was anderes. Also für Server ist das eine praktische Sache. Gibt auch wiederum andere Sachen dafür. Hauptsache, man hält die Kiste halt aktuell und ja. Ein anderes Tool dafür wäre Unintended Upgrades. Das ist quasi was bei Ubuntu-Derivaten mit integriert ist. Wenn bei so einer Ubuntu-Server-Installation wird man ja gefragt, oder wird man noch aktuell gefragt? Ich glaube, ich habe gestern schon mal gesagt, ich habe schon relativ lange keinen Ubuntu-Server mehr normal installiert, also klassisch per Live-Medium. Aber man wird normalerweise gefragt, Sicherheitsaktualisierung automatisch installieren. Da bestätigt man quasi oder richtet man quasi dieses Unintended Upgrades ein. Da werden Sicherheitsaktualisierungen ohne zu fragen einfach einmal am Tag geguckt und installiert. So ist es bei Ubuntu-Derivaten integriert, ja. Ist das gleiche, Unintended Upgrades oder cron? Weiß das jemand zufällig von euch? Ist nicht das gleiche, sind unterschiedliche Tools, aber im Prinzip machen sie fast dasselbe. Okay. Kriegst du da bei den Unintended Upgrades auch eine Mail oder so irgendwie eine Brück? Ja. Okay, ja. Gut. Also du musst es konfigurieren, weil per Default schreibt er das in die lokale, in die Spool vom Root-User. Kannst du aber umkonfigurieren. Du kannst dort in der Konfigurationsdatei eine E-Mail-Adresse angeben. Dann kriegst du ganz normal die E-Mail. Absolut. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall eine Sache, die jeder drin haben sollte. Kann man ganz einfach mit sudo apt install unattended upgrades oder cron-apt dann wahrscheinlich. Installieren. Muss man da noch was aktivieren? Also bei dem cron-apt, da habe ich sogar mir ein Skript drumherum gebastelt oder vielmehr ein Paket, was das Ganze nochmal einrichtet. Das fragt dann wirklich nach der Uhrzeit.
und aktiviert das automatische Aktualisieren. Also standardmäßig werden Pakete bloß runtergeladen zu dem Zeitpunkt, aber die werden noch nicht automatisch installiert. Und die E-Mail-Adresse, die man per Hand dann noch in eine Config eintragen kann, das macht eben auch ein Paket, was ich gebaut habe. Und fragt diese Informationen ab und trägt das an die richtige Stelle ein. Also man muss schon per Hand noch was dabei tun. Okay, okay, gut. Nee, dann, ja, ist wichtig, ne? Nicht einfach installieren, sondern ihr müsst da noch was zu tun, dafür tun. Und bei Unintended Upgrades reicht es, glaube ich, einen Reconfigure auszuführen. Und dann fragt DPKG Reconfigure. Genau, Package Reconfigure oder sowas. Und dann macht er das. Ja, dann haben wir Updates. Und ich würde sagen, bleiben wir doch direkt bei den Paketen. Und eigentlich eine Prämisse, die man nicht nur auf seinem Server haben sollte, sondern auf jedem Gerät. Nur die wirklich nötigste Software auf einem Server installiert haben. Denn je mehr Dienste ihr laufen habt, je mehr ihr auf eurem Server habt, was Angriffsfläche bietet, desto mehr, desto unsicherer seid ihr natürlich. Ne? Erstmal bietet erstmal gar keine Angriffsfläche, ist vielleicht so die Sache. Ja? Macht wirklich die nötigsten Sachen, die euer Server braucht, und auf keinen Fall mehr. Ja. Ne? Habt ihr da noch was hinzuzufügen? Spart auch Ressourcen. Das auch. Also, und Speicher. Win-Win-Situation. Ja. Absolut, absolut. Ja, jemand schreibt noch mal rein, das war noch mal zum Update-Thema. Für Kernel-Updates braucht man einen Reboot. Macht das Sinn, einmal am Tag einen Reboot auszuführen? Nach eurer Meinung nach? Also dann für solche Sachen beispielsweise? Also es, automatisch? Es gibt quasi einen Flag dafür. Da wird irgendwo was gesetzt, was irgendwie Need Reboot also wird eine Datei angelegt dafür. Und eigentlich gibt es so einen Automatismus, der das System dann einmal neu starten soll. Also das kann sowas sein wie der Kernel wird ausgewechselt oder die glibc oder sowas. Und dann sollte das eigentlich irgendwie passieren. Bloß, das habe ich zwar eingerichtet, aber es funktioniert nicht. Ja, ist schwierig. Ja, vielleicht ein per Cron vielleicht, ne? Irgendwie nachts um 4 oder nachts um 3 mal kurz rebooten. Das kann man noch. Ja, genau, vielleicht so das in die Richtung, oder? Es kommt ja auch ein bisschen auf die Infrastruktur, sprich auf den Server an. Wenn du den einfach random oder zu irgendeiner Zeit neu starten kannst, ja, aber meistens ist es ja so, dass da irgendwas läuft, was eigentlich 100% Uptime haben sollte. Da würde ich eh grundsätzlich das in die Hand des Administrators händisch legen. Man kann bei Unintended Upgrades ihm auch einen Flag mitgeben, beziehungsweise das ist schon automatisch drin. In der E-Mail, die man dann bekommt, steht dann ganz vorne Fat Reboot Required drin. Das macht er automatisch, ja. Also den Hinweis machen, aber nicht den Reboot selber machen. Das sollte immer eigentlich meiner Meinung nach der Admin machen, zu einem Zeit, wo er das Ganze beobachten kann, falls da doch irgendwas schiefläuft. Ne? Kommt immer auf die Infrastruktur an. Ja, also, das stimmt auch. Je nachdem, was ihr für eine Infrastruktur habt. Ja, absolut. Okay, nee, dann haben wir einmal Package-Thema nochmal abgegrast. Oder hättet ihr noch was zu Paketen zu sagen oder Paketverwaltung? Ich habe eher so einen regulären Ansatz, wie ich da rangehe. Ich sehe so einen Server immer als geschlossene Kiste und alles, was man auf dieses geschlossene System macht, ist ja eigentlich ein Eingehen von Kompromissen. Ne? Also immer. Jedes zusätzliche Paket, was eigentlich den Betrieb für den Betrieb nicht förderlich ist, so rum. Ist ein Kompromiss, brauche ich das wirklich? Genauso ist es dann mit offenen Ports und oder und offenen Usern. Wobei man jetzt mal ganz noch den Grundsatz sagen kann, mach den Root-User aus. Der darf sich per grundsätzlich nicht einloggen. Das ist auch so ein Ding, was ich ganz oft noch lese, auch teilweise sehe. Das ist gruselig. Das ist richtig gruselig. Genau, das wäre mein nächstes Thema. Ja, also was ich jetzt mal so gesagt hätte. Ja. Ich wollte darauf vielleicht überleiten. Ah, ich bin noch in dem Flow von gestern vom Podcast drin, entschuldige bitte. Immer noch drin. Ja, das ist schön. Ja, nee, genau. Root-Login deaktiviert. Ja, also verbindet sich ja jedenfalls sehr, sehr häufig mit SSH auf diese Server. Standardmäßig kann man sich als Root-User einloggen. Manche Server werden auch so direkt angeboten oder deployed, je nachdem, was man da nutzt, dass sie nur einen Root-Nutzer habt.
dann ist auf jeden Fall empfohlen, dass ihr euch einen anderen Nutzer erstellt, ohne Root-Rechte, mit anderem Passwort natürlich, wenn überhaupt, wo ihr euch dann drauf einloggen könnt. Das kann man in der SSH-Config machen, dass auch nur dieser Nutzer sich beispielsweise per SSH draufloggen kann, je nachdem, wie man das halt einrichten will und was man da drauf hat, und dass man wirklich diese Root-Logins deaktiviert, weil, ne, wenn irgendjemand dann doch durch irgendeinen Fehler, sei es drum, ich glaube, hatte SSH? Nee, Sudo hatte ja letztens einen Fehler. Sudo hatte gut, okay, Anfang des Jahres das Problem, ja. Ja, sei es, dass irgendwas anderes vielleicht auch breakt, in der Hinsicht, ja, dass nicht sofort jemand dann direkt schon Root-Rechte drauf hat. Und mit Root-Rechten kann man da, wie gesagt, leider sehr, sehr viel anstellen. Genau, ganz, ganz wichtig so vielleicht nochmal dazu. Genau, hat da jemand von euch noch was dazu, dem zuzufügen? Ansonsten, wenn ihr weitere Ideen oder weitere Anmerkungen habt oder so, dann oder weitere Themen, die wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, die ihr immer an euren Servern macht, um diese abzusichern, dann schreibt sie gerne in den Chat. Lasst uns da gerne ein bisschen auch nochmal austauschen. Das soll eher interaktiver sein, als dass wir hier einen Monolog halten. Da schreibt tatsächlich schon der Tovo, SSH sollte grundsätzlich nur per Key Authentication erlaubt sein. Das ist quasi dann der SSH-Key am Ende. Ne? Also der Public Key, Private Key, so in der Hinsicht, was man sich dann mit KeyGen, glaube ich, erstellen kann im Terminal. Irgendwie so. Mhm. Genau, das muss ich sagen, habe ich auch erst letztens so richtig gelernt, dass man das vielleicht machen sollte. Ich habe es zwar immer gehört und dies und jenes, aber so richtig anfreunden konnte ich mich noch nicht damit, aber jetzt mittlerweile, ja, absolut. Ist auch auf allen meinen Servern. Was macht das am Ende? Kann das jemand vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Was jetzt die Schlüssel machen, also mit dem öffentlichen und privaten Teil, oder was meinst du jetzt konkret? Ja, genau, was sich einfach ändert, wenn man das aktiviert. Die Authentifizierung geht dann nicht mehr übers Passwort, sondern letztendlich über eine Datei, die auf dem Server abgelegt wird, und man hat selbst das Gegenstück dazu. Also das gibt bei immer so ein Schlüsselpaar. Es gibt einen öffentlichen Teil und einen privaten Teil. Privat bedeutet, der verlässt meine Maschine niemals, und der öffentliche Teil, den darf ich halt verteilen. Also den kopiere ich auch auf andere Systeme, auf denen ich mich wiederum einloggen will. Und diese Schlüssel sind halt deutlich komplexer als so ein übliches Passwort, was man sich so ausdenkt. Von daher legt man die Hürde da schon deutlich höher, was die Sicherheit angeht. Ja. Absolut, ja. Absolut. Oh. Genau, ja. Genau. Und schreibt jemand, ja, zum Root-Login, ja, sagt er, gut, wenn er einen SSH-Key hat oder ein sehr, sehr, sehr gutes Passwort oder so, dann lässt er den Root-Login drin. Klar, kann man machen, nur die Frage ist, vielleicht hat der SSH dann doch irgendwie mal eine Sicherheitslücke oder so, oder keine Ahnung, irgendwas in der Hinsicht, und dann hast du dann nochmal eine doppelte Schranke. Ne? Ist vielleicht, je nachdem, was für einem Sicherheitslevel du dich befindest, vielleicht dann gar nicht so schlecht. Ja, aber gut, mit Passwort mache ich grundsätzlich nicht. Ja. Weil das setzt wieder was anderes voraus. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Also Root-Passwort mache ich persönlich gar nicht, höchstens per Schlüssel. Genau. Und dann auch eher mit Ja, absolut, absolut. Ja, dann schreibt einmal nochmal Lucifer, ein normaler Benutzer mit Sudo, ohne Passwort und Rechten, mit dem alles machen kann, ist ein größeres Problem. Stimme dir jetzt absolut zu. Mhm. Ne? Muss man natürlich schauen, dass man diesen User, den man erstellt, dementsprechend einordnet. Ja, wenn man sich einen zweiten Root damit erstellt, nur dass der Root dann immer noch Sudo davor schreiben muss, hat man ja auch nichts gewonnen. Also das ist definitiv nachvollziehbar. Absolut. Vielleicht wichtig auch zu sagen nochmal. Ja, aber auch der sollte sich maximal mit einem Schlüsselpaar authentifizieren. Da hat man schon mal eine gewisse Sicherheit auf der Seite. Ne? Also Passwort-Authentifizierung an einem Server per SSH, nee, das macht man nicht mehr. Das ist eigentlich Quatsch heutzutage. Ja, meiner Meinung nach. Absolut, das absolut, ja, ja. Klar, für manche Sachen, nee, eigentlich sollte man. Also für hoch-security-mäßige Sachen, nein. Punkt. Ja. So, dann schreibt jemand, was haltet ihr von zusätzlicher Absicherung via Zwei-Faktor-Authentifizierung? Overkill, ja, nein.
Also Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich habe das mal mich dann nochmal reingelesen. Du kannst jetzt so ein Google Authenticator irgendwas Paket installieren, also ganz einfach so OTP-Dings, was dir dann so ein OTP-QR-Code generiert, den du mit einer OTP-App, ich sag mal, abscannen kannst. Habe ich auch auf meinem Handy. Funktioniert klasse. Dann kannst du einen QR-Code einscannen, dann hat er einen Schlüssel da drin. Und genau, dann ja, hast du halt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nochmal für deinen Server. Ja, Frage Overkill. Ja, nein. Kommt drauf an, wer du bist. Alles, genau. Alles, was die Sicherheit verbessert, was nun mal Zwei-Faktor-Authentifizierung ist oder Mechaniken, die die Authentifizierung bzw. die Umgehung der Authentifizierung erschweren, sind nie verkehrt. Da muss ich so ein bisschen, war das unser Datenschützer im Haus, der das gesagt hat, oder jemand anderes als Datenschützer? Sicherheit und Bequemlichkeit gehen so stark auseinander und das muss man nun mal wissen. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und wenn man einen zusätzlichen oder zwei zusätzliche Authentifizierungsschritte haben muss, weil die Sicherheit das erfordert, dann ist das nun mal so. Das ist zwar ein bisschen unschön für den Admin oder unschön für den Entwickler, wenn er mal auf die Maschine muss, aber dafür ist es halt das Sicherste, was du zurzeit bereitstellen kannst. Ne? Das muss man ganz klar wissen. Also Sicherheit, alles, was wir jetzt sprechen, ist garantiert nicht bedienfreundlich beziehungsweise nicht bequem. Ne? Ist es nicht. Bequem wäre ein Passwort mit 1234, 1234, das kann man sich auch noch gut merken und dann, ja, ist aber auch leicht für die Angreifer. Also von daher, aufpassen, lieber etwas mehr als zu wenig ist die Devise, ne? Je nachdem, was ihr für Daten zu schützen habt. Ja, wenn ihr euch die Frage stellt, dann macht es lieber mal rein, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja. Noch dazu, es gibt ja auch diese USB-Tokens, heißen die, glaube ich, ne? So Nitro-Key und sowas. Das gibt auch irgendwie so eine Variante, da kannst du denn einfach bloß einen Knopf drücken und das war's dann. Also das ist vielleicht sowas, was vielleicht in die Richtung Bequemlichkeit dann auch nochmal geht. Du musst nicht extra hier wahrscheinlich musst du mit dem Smartphone so einen QR-Code abscannen und dann irgendwie einen Code eingeben. Weiß ich nicht, habe ich nie benutzt. Und das andere wäre, steckst du ein, drückst einen Knopf und gut ist. Also ist auch eine Idee. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Also jemand, mit dem ich mich mal unterhalten habe, der sehr in Kryptografie und sonst was drin ist, der hat gesagt, das ist gut. Ich vertraue ihm da mal, ohne dass ich es vorher in der Hand gehabt habe. Aber ja, absolut. Okay. Gut, dann haben wir das. Es kommt gerade ganz, ganz viele Nachrichten dran. Das freut uns, dass ihr da, da wirklich gerade mitdiskutiert. Tarpet würde ich mal ein bisschen nach hinten schieben. Fail-to-Ban sehe ich jetzt hier ganz häufig. Fail-to-Ban. Ja. Kombination haben wir doch irgendwann mal was geplant als Dienstags-Livestream, habe ich noch im Hinterkopf. Aber ja, wir planen das nicht umsonst. Richtig. Ja, genau. Fail-to-Ban auf jeden Fall noch mit drauf. Gerne. Warum nicht? Funktioniert aber nicht bei IPv6, habe ich mal gehört, oder ist es Quatsch? Oder weiß da jemand von euch was? Vielleicht im Chat. Ich muss sagen, das ist eine Info, die ich vor ein, zwei Jahren hatte. Kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat. Ja, genau. Aber gut, ja, Fail-to-Ban haben wir auch. So, ich würde mal sagen, Authentifizierung sind wir langsam aber sicher durch, oder? Oder habt ihr noch was zur Authentifizierung, Einloggen, sowas in der Hinsicht? Gut. Oder Micha, du. Oder vielleicht noch als Ergänzung dazu, es gibt ja automatisierte Angriffe, die einfach versuchen, sich über SSH und Passwort einzuloggen. Und wenn du jetzt einen Benutzer hast, über den du dich normalerweise anmelden kannst, der jetzt nun keinen leicht zu erratenden Namen hat, sowas wie Root, okay, kennt man. Admin probiert man vielleicht auch nochmal durch und vielleicht noch 10 weitere. Aber wenn du den jetzt nennst, den kriegst du ja auch schon mal schlecht erraten. Also das legt die Hürde nochmal wieder ein bisschen höher. Den Nutzer selber, ja, ist auch eine gute Idee. Auch eine sehr, sehr einfach gute Idee. Den Nutzer mit der Face-Roll erstellen sozusagen, einfach mal mit dem Gesicht über die Tastatur rollen. Ja, genau. Und dann immer wieder genauso abrollen, sonst geht es nachher nicht mehr. Ja. Das ist Gesichtserkennung dann, ne, am System. Ja, genau. Mechanische Gesichtserkennung. Ja, um es mal auf die Spitze zu treiben. Aber ja, klar, also wenn der User absolut nicht zu erraten ist, dann auf jeden Fall kann man da sich auch noch eine Sicherheitsstufe mehr reinziehen. Absolut, vielleicht absolut machen. Ja, ist eine gute Idee, wäre ich nicht drauf gekommen. So, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, jetzt genug für die Authentifizierung. Jetzt, wir haben Updates, wir haben Authentifizierung, wir haben das Ganze mit den Paketen. Jetzt fragt jemand nochmal zusätzlich, was ich vielleicht nochmal ganz, ganz kurz reinnehmen würde. Tarpit. Kennt ihr Tarpit? Beziehungsweise vielleicht für alle, die Tarpit nicht kennen. Nö.
Das ist ein Programm, was quasi auf dem Port 22 ein Fake-SSH aufmacht und die automatischen Bots quasi in einem gewissen Zustand so lässt, dass sie quasi timeouten am Ende, irgendwie so in der Hinsicht. Also, dass man sich nie richtig einloggen kann, der bestätigt zwar irgendwas, aber dann kommt keine Antwort mehr oder sowas. Jedenfalls am Ende verlieren solche automatischen Skripts Zeit. Ist die Frage ja, nein? Einfach mal euch gefragt. Wenn man die Ressource hat, ja. Auf einem Produktionssystem würde ich es eher nicht empfehlen, weil so ein SSH-Tarpit oder Endless-SSH wäre es ja, wenn man es über apt oder ähnliches installieren möchte. Es macht ja nur eins, es ärgert quasi die Hacker zurück. Ne? Es gibt dir quasi nicht so wirklich den Schutz. Nur eben vor diesen automatischen Skripten, die einfach stupide auf Port 22 gucken, ob sie sich authentifizieren können oder ob da jemand antwortet. Da tut man denen die Zeit rauben, gegebenenfalls sogar noch auf einer Blacklist bei denen landen, dass die nicht mehr wiederkommen, dann hätte man gewonnen, aber das ist jetzt nicht vorausgesagt, aber so wirkliche Sicherheit Tarpit alleine gibt es nicht. Um die zurückzuärgern, auf jeden Fall, bei kritischer Infrastruktur, wo einfach Leistung gebraucht wird, würde ich es nicht empfehlen, aber ich habe es privat auf meinen Servern auch, aber da ist es jetzt nicht so, dass ich da massig Leistung oder ähnliches brauche, einfach nur um das Internet mal wieder zu einer besseren Welt zu machen, vielleicht. Ja. Ne? Ja. Mhm. Okay, also ich persönlich würde es, glaube ich, nicht installieren, beziehungsweise habe es auch nur so installiert, weil, warum? Also klar, kann man natürlich zurückärgern und so weiter, aber ja, für die Sicherheit ist es meiner Ansicht nach, ja, hat Micha schon gesagt, vielleicht landest du auf einer Blacklist, aber das ist nicht unbedingt die Sicherheit, die du, glaube ich, willst. Und wenn du mit so einem Angriff quasi durchkommst, mit einem Passwort-Wörterbuch-Angriff quasi so in der Hinsicht, was diese Skripts ausführen, dann ist dein Fehler sowieso an anderer Stelle und nicht, dass du Tarpit installiert hast. Also von daher, ich würde Tarpit. Klar, wenn ihr wollt, gerne, wenn ihr zurückärgern wollt, sehr, sehr gerne, aber ja, für die Sicherheit ist es jetzt, würde ich mal sagen, nicht relevant. Würde ich jetzt nicht auf meine Server installieren, um sie sicherer zu machen. Das Einzige, was das voraussetzt, ne, ist, dass man diesen Standardport des SSHs verändert. Man muss ja seinen eigenen SSH-Server von Port 22 weg bewegen, um da eben das Tarpit hinzulegen. Das kann man vielleicht noch sagen daraus. Tarpit vielleicht nicht alleine installieren oder ist nicht eure Grundintention, die ihr haben solltet, sondern einfach diesen Standard-SSH-Port zu verändern. Das bringt euch vielleicht ein bisschen mehr klar. Man kann das immer noch über Nmap oder ähnliches rausfinden, aber der Bot, der einfach durchgeht, seine IP-Listen mit dem Port 22, der wird bei euch einfach weitergehen. Das stimmt. Also das stimmt. An der Stelle würde ich da einen Punkt setzen. Das kann man mitnehmen. Ja, absolut. Ansonsten nochmal dazu. Also letztendlich geht es ja bei diesen ganzen Sicherheitssachen immer darum, dass man für den Angreifer das Ganze möglichst eklig macht oder relativ teuer macht. Und wenn jetzt wirklich viele Leute, die es Tarpit einfach draufschmeißen würden auf Systeme, die nicht ausgelastet sind oder so, dann, wie soll man das sagen? Also dann wird es für so einen Angreifer, der in großem Maße einfach irgendwas abscannt und mal probiert, insgesamt ja teuer. Also seine Systeme werden dann ja eine Zeit lang lahmgelegt und das nicht bloß bei einem. Also der Einzelne wird jetzt noch nicht großartig dadurch geschützt, also dem bringt das eigentlich nicht viel. Aber wenn das jetzt viele machen, dann wird dieses Angriffsschema, wir scannen einfach mal das Netz nach offenen 22er Ports und probieren da mal was aus. Das wird dann sehr, sehr teuer eigentlich, denn die müssen die Ressourcen ja auch irgendwo einkaufen oder müssen selbst irgendwelche Server hacken, die das für die durchführen. Also es erhöht wiederum den Arbeitsaufwand, also auch die Kosten. Und wenn es nachher irgendwann nichts mehr bringt, weil es einfach zu teuer ist, das zu machen, dann ist das Geschäftsmodell auch kaputt. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch. Ja, ist ein guter Punkt, absolut. Ja, dann, ihr nehmt uns schon alles voraus, das ist super. Brauche ich nicht mehr auf meinen Zettel schauen. Wir brauchen nur das noch vorzulesen, was? Ja, genau. Ja, genau so. Das ist jetzt unsere Arbeit. Nee, da hat jemand geschrieben, also beziehungsweise SSH, wenn wir da schon dabei sind, mit Tarpit, SSH-Port ändern. Natürlich ist auch nochmal eine Möglichkeit, das etwas sicherer zu machen. Kannst mit einem Port-Scan dann zwar auch irgendwie dann erreichen, aber ist dann auf jeden Fall nochmal sicherer, wenn du von der 22 normalerweise weg bist. Habe ich auch häufig gemacht bei Servern.
Genau, kann man nur empfehlen. Ja, dann auf jeden Fall auch nochmal feste IPs nur erlauben. Je nachdem, wie du natürlich unterwegs bist, ist das vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, dass du nur bestimmte IP-Adressen erlaubst, die sich bei dir per SSH einloggen können. Genau. Aber wichtig, deine lokale IP-Adresse von deinem Internetanbieter ändert sich. Also nicht die lokale, aber ihr wisst, welche Adresse ich meine. Die ändert sich teilweise. Also von daher, da manchmal aufpassen. Genau, feste IPs würde ich dann nur sehr im professionellen Umfeld oder beispielsweise für Backups verwenden, was so mein nächster großer Punkt wäre. Und es gibt einen tollen Spruch, den habe ich auch schon gestern gebracht, kein Backup, kein Mitleid. Stimmt. Grundsätzlich ja. Ja, gibt's und, auch das T-Shirt irgendwo. Ja, absolut. Müssten wir eigentlich auch in den Tux-Tagen. Egal. Ja, jedenfalls, ja, kein Backup, kein Mitleid. Was ich empfehlen würde für Backups, verbessert mich da gerne, ein Borg-Backup, was über SSH sich auf einem anderen Server verbindet und dort seine Backups ablegt und dieser SSH-Server oder dieser Backup-Server quasi auch nur diese gewissen konfigurierten IPs zulässt und fertig. Was sagt ihr? Habt ihr noch andere Backup-Methoden, die ihr vielleicht empfehlen würdet? Also Borg habe ich jetzt auch. Also finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil es auch, es macht inkrementelle Backups, es dedupliziert, es komprimiert und es kann auch noch verschlüsseln. Also das ist irgendwie so, es kann irgendwie alles. Versionieren auch. Was nochmal? Versionieren. Ja, versionieren, ja. Ja. Genau. Muss man sich zwar ein bisschen... Genau. Einlesen, bis man das eingerichtet hat. Ich glaube, dazu gibt es auch ein Video, oder? Zu Borg-Backup. Also ich habe mal ein Standard-Borg-Backup-Video gemacht und jetzt auch bei den Tux-Tagen gestern nochmal gezeigt, aber für Server noch nicht. Und ich habe echt auch die Idee, diesen Talk hier dann in Videoform zu gießen und dann wirklich ein großes Tutorial machen, ein Grundum-Tutorial, wie man seinen Server absichert. Mit allen Sachen, die wir jetzt hier erzählen, wirklich mal einen Server genauso gezeigt, dass es einfach auch neue Leute kennenlernen und sich da der ein oder andere dann doch nochmal ein paar Tricks holen soll oder holen kann und natürlich auch nochmal, ich sag mal, checken kann. Hey, habe ich meine Server eigentlich gerade auf dem Stand oder geht da noch was? Genau. So, genau. Das wäre es zu den Backups. Hat jemand von euch noch was zu den Backups? Ansonsten schaue ich mal schnell nach, was Restic ist. Kennt jemand von euch Restic? Backups, okay, ist auch ein Backup-Tool. Sagt mir jetzt nichts. Ich glaube, kann das sein, dass es die Alternative zu Borg-Backup ist? Ich glaube, dazu habe ich schon mal einen Vortrag bei den Kieler Linux-Tagen gehalten. Ich glaube, das müsste Restic sogar gewesen sein. Sieht jedenfalls sehr ähnlich aus. Ja gut, ist einfach ein weiteres Backup-Tool. Egal, was für ein Backup-Tool ihr verwendet, Hauptsache, ihr macht Backups. Und dass diese Backups auf einem anderen Server liegen, jedenfalls nicht auf dem Server gleich war und tatsächlich auch vielleicht bei einem anderen Serveranbieter, weil wenn da die Serverfarm abfackelt, was wir in Frankreich letztens hatten, dann der OVH-Brand. Der OVH-Brand, genau, dann hilft euch der beste Backup-Server nicht, wenn er in der gleichen, im gleichen Backup-Center ist oder im gleichen Server-Center. Von daher am besten wirklich auch irgendwo anders, vielleicht auch bei euch zu Hause, je nachdem, wie ihr das wollt, wirklich machen. Ganz, ganz wichtig. Nicht beim gleichen Server weg oder so. Ja. Das ist, oder vielleicht auch auf die Landkarte mal gucken. Es soll ja auch welche geben, die sich dasselbe Rechenzentrum teilen. Und wenn das denn abbrennt, dann sind vielleicht gleich ein paar mehr kleinere Anbieter weg. Genau, ja, genau. Ich sehe hier gerade, Restic ist quasi Borg-Backup, nur ein anderes Tool dafür. Genau, ja, gibt es auch. Also je nachdem, nutzt das, was ihr wollt. Da gibt es jetzt keine Vorgabe, das ist egal. Hauptsache, ihr macht es. Das ist wirklich wichtig. Ja, bevor ihr euch da zerfleischt, was nehme ich? Hauptsache durch. So, dann haben wir das einmal. Wir haben das Root-Login deaktiviert. Wir haben SSH-Keys verwendet. Gute Passwörter verwenden, je nachdem, ne, wie ihr euch da drauf verbindet. Also vielleicht dann einfach per SSH-Key dann auf diesen einen Nutzer verbinden und dann mit einem sicheren Passwort dann auf mit su minus beispielsweise oder su root, dann mit einem guten Passwort dann root werden wahrscheinlich, oder? Gehe ich mal von aus. Da wären wir dann ja schon in der Kategorie Passwortmanager. Ja, das also nicht selbst was ausdenken, sondern halt einfach generieren lassen, damit es möglichst zufällig ist. Also denn nicht zu erraten. Ne? Also ja. Menschen machen ja eher
leicht zu erratende Passworte, aber so ein Passwortgenerator, der macht das halt eben so zuverlässig und beliebig lang quasi. Und wer will schon, keine Ahnung, 200 Zeichen tippen, das ist irgendwie doch relativ lästig und auch sich das merken und so ein Passwortmanager kann das automatisieren. Nicht nur das, wichtig ist vielleicht auch, deren Passwortmanager dann sicher aufbewahren, die Passwörter. Ja, ne? Weil, genau. Ja, ja, ich glaube, ihr checkt es. Ich glaube, da könnte man tatsächlich auch nochmal ein eigenes Thema aufmachen, nur für den Passwortmanager. Haben wir ja heute Morgen auch einen Vortrag gehalten. Oder nicht gehalten, gesehen von Hans. Gesehen. Stimmt. Ja. War um und das ein Backup Uhr ist besonders um wichtig beim Passwortmanager. In dem genau. Moment. Ja. Das darf man richtig nicht vergessen. Richtig. Weg ist so, weg. Ja, wenn es weg ist, ist es weg, genau. Enable, vielleicht nochmal das Backup verschlüsseln, per Borg-Backup geht auch. Dann nochmal auf der Platte verschlüsseln vielleicht. Wäre vielleicht auch nochmal zusätzliche Sicherheit. Ja, so. Wenn es das Netz oder das Haus verlässt, ne? Ansonsten ist es nur Overhead. Ja, genau. Ja. Also meine also, wenn euer Backup-Server verschlüssel ich nicht. Okay, ja, genau. Wenn euer Backup-Server gekapert wird aus irgendeinem Grund, ne, dann weiß ich nicht. Aber ja, muss man für sich entscheiden. Das sind alles Sicherheitsstufen, die können sein, aber wenn du jetzt einen ganz, ganz einfachen Public-Server für irgendwas hast, dann weiß man nicht, wie gut du das machen willst. Natürlich eher sicherer, aber wenn du jetzt einen einfachen Teamspeak-Server beispielsweise hostest, dann werden Backups wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Jedenfalls nicht so in dem Maße wie bei anderen Servern. So, dann Enable a Firewall habe ich hier noch stehen. Jo. Firewall. Ja, ganz wichtig. Wir hatten ja vorhin ja schon dieses wie heißt das? Das benutze ich zwar auch, aber da ich es gescriptet habe, dieses Fail to Ban. Mhm. Da gibt es noch was anderes, was ich auch mit installiere. Das ist SSH-Guard. Genau. Und das ist quasi ja eine Firewall bloß dynamisch. Also die gucken halt nach nach Angriffsmustern und dann werden Logdateien überprüft, wie von SSH, von Mail-Servern und so weiter. Und wenn da auffällige Muster drin sind, dann werden die IP-Adressen, die versuchen, irgendwelche Dinge dort zu tun, die sie nicht dürfen, die werden dann für eine gewisse Zeit einfach auf so eine Blacklist gesetzt und dann kriegen die keine weitere Verbindung mehr. Also das ist sowas, was, ja, vielleicht dynamische Firewall, die passt sich immer an. Wer Mist baut, kommt erstmal in die Wutecke, so ungefähr. Und gibt natürlich auch statische Firewalls, wo man direkt Regeln einträgt. Je nachdem, was der Server nun tun soll, macht man vielleicht erstmal alle Ports dicht und erlaubt dann die wirklich bloß noch die Ports, die halt offen sein sollen. Das ist so das Typische. Und kann man natürlich noch beliebig kompliziert machen, je nachdem, was man vorhat, wenn man ist und so weiter und so fort. Genau. Vielleicht ist es auch wichtig, einfach nochmal einen Überblick zu haben, was wirklich dann erlaubt ist und nicht. Das kann man natürlich auch über andere Befehle rausfinden, beispielsweise netstat-tulpn, also T-U-L-P-N, zusammengeschrieben. kann man sich so ein bisschen merken. Und da siehst du dann auch, was für Ports dann jedenfalls angesprochen werden oder offen sind von Services, die dann halt eben darauf reagieren würden. Oder? Ja, klar. Es ist immer gut zu wissen, was dein System tut. Genau. Ja, da sind wir wieder bei dem Prinzip des geschlossenen Systems. Ne? Alles andere sind jetzt Kompromisse. Muss der Port offen sein? Wenn ja, was muss ich dort davor setzen, damit das sicher ist? Da sind wir bei dem Punkt nochmal Intrusion Detection und Prevention, was Fail-to-Ban so ein bisschen ist. Also, ne? Oder SSH-Guard. Fail-to-Ban bin ich ja eher ein Fan von, weil man kann sich seine eigenen Filter bauen. Fail-to-Ban macht ja auch nichts anderes, als ins Logfile zu gucken. Ist in der Zeit X von IP Y so und so viel Zugriffe, dann haue ich den per IP-Tables Sperrbefehl einfach über die Firewall raus aus dem System. Absolut, ja. So, beispielsweise schreibt jemand, wie schaut es mit Filtern von Skriptangriffen aus, die nicht häufig kommen, oft mit Nullbytes oder von anderen Binärkram. Kenne ich. Wüsste ich jetzt nicht, was er da meint. Also auf Webserver schreibt er. Oh. Kennt ihr, weiß ja jemand von euch Bescheid? Wo hast du es jetzt gelesen? In welchem Chat? Im Webseiten-Chat. Mhm. Muss ich nochmal.
Genau. Ja, könnt ihr vielleicht nochmal schauen. Ansonsten Webserver theoretisch, beziehungsweise die Sache ist, ja, jetzt, also wenn man jetzt die Sachen quasi, die wir jetzt so besprochen haben, glaube ich, so einsetzt, dann ist euer Server selber erstmal, würde ich mal sagen, schon ganz gut ausgebaut zu einer Festung. Nur die Sache ist, was läuft da drauf? Und wo sind da die Sicherheitslücken? Ja, also beispielsweise, man kann so viel Mist bauen, wenn man seine Webanwendungen nicht richtig absichert, wenn die Webanwendung selber irgendwelche Fehler macht. Und das ist eigentlich auch ein schon, eigentlich schon, also wenn ihr so weit seid, dann das größere Problem. Dann müsst ihr wirklich schauen, dass das Ding sicher ist, dass nur die Funktionen freigeschaltet sind, die ihr wirklich braucht und dass ihr diese Software auch wirklich immer auch auf dem aktuellsten Stand haltet. Ne? Falls irgendwelche Day-Zero-Patches kommen quasi, ja. Für solche Sachen ist es dann vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Security Vulnerability. Kann ich noch mal was zu diesen Null-Byte-Geschichten sagen bei Webservern? Sehr gerne. Da ist es dann wieder dieses Kompromiss machen. Wenn ich einen Webserver brauche, dann gebe ich den Tipp Richtung Application Firewall. Das ist dann wirklich noch mal eine Firewall oder eine Intrusion Detection und Prevention, die auf solche Angriffsmuster achtet und die dann dort ausschließt, speziell für einen Webserver. Vielleicht dahin geht mal gucken. Gibt es auch Open-Source-Projekte? Gibt es auch Integration in verschiedensten Web-Hosting-Panels? Da kann ich nur den Tipp geben. Gerade so eine Null-Byte-Geschichten sind da auch garantiert in diesen Firewall-Regeln mit drin. Das mit den Null-Byte, kurze Erklärung dafür. Was ist das? Ach so, da werden einfach mal Anfragen auch teilweise nicht zu Ende geschrieben oder eigentlich wirklich auch ummaskiert, um den Server teilweise auch Antworten zu entlocken, die er vielleicht nicht machen sollte bei den Null-Byte-Geschichten. Okay. Das sind einfach Möglichkeiten, aus der Web-Applikation Sachen rauszukriegen, die eigentlich nicht nach draußen gehen sollten. Das kann man mit diesen Null-Bytes machen, kann man aber auch anders. Okay. Der Wichtig also, kann das oder anders. Oder ihn halt lange beschäftigen, dass man den auch dahingehend dedossen könnte, wenn man das wollte. Also, ja. Aber der Rest geht jetzt zu weit. Change Root sehe ich hier noch. Spricht das mal? Ja, nein. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie euer Meinung zu einem Change Root ist oder CH Root oder wie man es aber halt ausspricht. Aber inwiefern nutzt du das dann in puncto Sicherheit? Was bringt das hier für den, Du tust dem Endeffekt den User in einen komplett eigenen Bereich verschieben mit eigenen Paketen. Also ich musste wirklich mal für einen Kunden, weil er das gefordert hat auf einem Root-Server, für spezielle Benutzer eigene Change-Root-Umgebung bereitstellen. Bedeutet, die sind in einem Verzeichnis unterwegs, wo auch nur dieser User rein darf und auch nicht raus. Und dieser User tut innerhalb dieses Change-Roots auch seine Pakete benutzen. Also theoretisch kommt er nicht auf das eigentliche System nach draußen. Ist einfach nochmal so eine System-Layer dazu. Also was heißt System-Layer? Also so ein Gefängnis-Layer. Okay. Ist vielleicht für manche Anwendungen, denen man nicht so traut, also ne, was sie vielleicht auf dem Server auch selber anrichten können, auch gar nicht so schlecht. Beziehungsweise was ich vielleicht machen würde, ist pro Server auch wirklich nur eine Aufgabe zu machen, einen Dienst zu machen, so richtig. Also wenn man jetzt so einen riesigen Server hat, wo man dann alles draufschmeißt, ein TeamSpeak-Server von mir aus, ein Mumble-Server, ein irgendwas-Server, noch, keine Ahnung, eine WordPress-Seite hinter und alles Mögliche und 30 verschiedene Web-Applikationen da drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass dann irgendwas abraucht. Und wenn eines abraucht, rauchen alle 30 ab. Von daher versuchen dann vielleicht, wenn ihr wollt, ich weiß nicht, ob ihr Proxmox richtig mal ausprobiert habt, dann ne, habt ihr dann so eigene virtuelle Maschinen quasi, ja, die dann auch eigene Linux-Systeme haben, beispielsweise, oder ihr habt einfach mehrere Server gemietet, die einfach ein bisschen kleiner sind, je nachdem, jedenfalls auch nicht zu viele Services auf einem Server drauflaufen lassen, weil dann ja, erhöht sich wieder die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas bricht und dann brechen alle zusammen. Hätte ich mal so gesagt. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. War jetzt mal so. Ja, ne? Es kommt immer, wie immer, es kommt auf dein Szenario ja, drauf an. Ne? Also wenn du genug Hardware-Ressourcen hast, dass du darauf virtuelle Maschinen schmeißen kannst, mach das. Hat natürlich dann auch wieder einen größeren Pflegeaufwand. Das musst du dann auch wieder irgendwie automatisieren oder durch andere Tools irgendwie wieder einfangen. Ne? Also das ist, oder alles, was irgendwie mit IT zu tun hat, das ist ja immer so eine Art Optimierung, die man versucht zu erreichen. Ja.
ob man jetzt irgendwie Kosten sparen will, Zeit sparen will, ob man jetzt Sicherheit haben will oder irgendwas anderes. Das geht alles quasi, jedes geht in irgendwie eine andere Richtung. Und man kann sich nicht alle Punkte, die man gerne hat, aussuchen von dem Bonbonladen. Man darf immer bloß ein paar Teile nehmen und die anderen gibt es dann halt gar nicht. Oder eben bloß in stark reduzierter Form. Und so ist es halt auch. Also von bei diesen Sicherheitssachen kommt es immer drauf an, wer ist man? Was kann man selbst leisten? Wer sind eventuell die Angreifer und so weiter und so fort? Also das ist immer so eine Art quasi Konzept, was man sich da überlegen muss. Ist das praktikabel? Wie groß ist das Risiko? Und so weiter und so fort. Und ja, eben absolut. Virtualisierung, wenn es geht, ja. Aufteilen, klar. Ja. Nee, wahre Worte, die du gesagt hast, Hauke, ne? Du musst immer Kompromisse eingehen, egal wo, ne, ob es im Preis ist, ob es, ne, es gibt nie das Perfekte, das gibt es nicht. Ne, so wie überall gibt es nicht das Perfekte. Aber man kann, ja, je nachdem, auf welchen Bereich man halt optimiert. Ja. Vernachlässigt man natürlich dann andere Bereiche, aber ja, wenn man Sicherheit optimiert, dann kann man da auch gut, ne, ich sag mal, an anderen Sachen verlieren, vielleicht ein bisschen. Wobei eine Grundsicherheit wirklich nicht schlecht ist. So, kann man per System D einzelne Services dann auch noch besser absichern? Fragt jemand. Ich weiß nicht, inwiefern. Hat da jemand von euch einen Plan, was der meint? Na, du kannst ja darüber den Services auch extra Usern geben. Ah, okay. Ja, gut. Können wir auch machen. Zum Beispiel oder extra Arbeitsverzeichnisse, wenn ich jetzt das Ganze nicht komplett auseinanderhaue, aber es müsste so sein, dass du es auch per System D so machen kannst. Gehe ich auch von aus. Da kannst du den Start-User und das Working Directory angeben und wenn da eben mit Benutzergruppen und Schreibzugriffen oder ja, das Ganze abgesichert ist, kann man dafür auf dieser Ebene auch nochmal mehr Sicherheit generieren, wenn der Aufwand das wert ist oder wenn es nicht sogar schon so eingerichtet ist. Kommt auf den Dienst an. Ich lese nur gerade im YouTube-Chat, hat jemand Mod Security geschrieben, das wäre beispielsweise eine Web-Application-Firewall. Nur so als Tipp. Das ist für Apache? Das ist für Apache, ja. Das ist ja, okay. Sogar die von Apache und da gibt es auch noch mannigfaltige andere. Aber ich glaube, das ist die bekannteste. Okay. Als Stichwort kommt auch bei YouTube noch SE Linux, gibt es auch noch. Oder sonst AppArmor, gibt es auch noch. Damit kann man denn noch Zugriffe auf Ressourcen wie Dateien, Verzeichnisse, sonst was noch sehr stark eingrenzen. Man kann es auch so weit treiben, dass der Root-Benutzer nachher so gut wie gar nichts mehr darf. Also solche Sachen kann man damit machen und kommt auch wieder drauf an, wer man ist. Also das SE Linux, meine ich, wurde maßgeblich von NSA entwickelt, weil sie selbst einen Schutzmechanismus brauchten, um sich vor anderen zu schützen. Ja. Okay. Ja, so und ist AppArmor ist quasi so das Gegenstück da aus der eher freieren Welt. Und damit kann man noch eine Menge machen. Und das dauert halt. Ja, ist dann vielleicht nochmal so eine Sache. Da muss ich sagen, bin ich dann raus mit AppArmor oder SE Linux. Da habe ich keine Ahnung. Jemand von euch? Groß? Oder in Benutzung wirklich? Ja, ich musste mal vor ein paar Jahren bedingt, weil irgendwie so ein, wer das Plesk-Hosting-Panel kennt, die haben dann irgendwann mal was in ihren Skripten mit der MySQL verändert, dann durfte per Default AppArmor-Profil die MySQL nicht mehr an den Ort, wo sich das Plesk ausgedacht hat, schreiben. Also das war ein bisschen, da musste man dann gucken, warum MySQL technisch gerade gar nichts mehr ging. Deswegen musste ich da mal rein und eine Regel anpassen. Ja, klasse. Aber wirklich mehr Berührungspunkte hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich kann es lesen, ich verstehe es grob, aber aktiv nutzen tue ich es jetzt auch nicht, weil die Grundkonfiguration ist schon so gedacht, dass die Dienste und User, wo sie normalerweise hingehören nach, wie heißt das, Standardverzeichnisstruktur, Standarddateibaum, auch da sind, wo sie hin sollen. Okay, ja, absolut. Gut, okay. Nee, habt ihr noch, wir haben ja noch 5 Minuten Zeit, habt ihr noch etwas, was wir unbedingt ansprechen sollten, was einem noch wichtig wäre, was man noch machen sollte, vielleicht abschließend? Ja, ich auch nicht mehr. Nö. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in 14 Minuten fertig sind. Hätte ich nicht gedacht. Ja, es kommt nochmal, das sind ja verschiedene einzelne Sachen, aber die haben wir jetzt schon eigentlich alle abgeklärt. Ja,
Nee, dann wären wir durch eigentlich schon, oder? Prinzipiell ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas drin ist im Chat, aber ich glaube jetzt so direkt nicht. Dann machen wir früher Feierabend, bin ich auch damit d'accord. Ja. Nee, sehe ich auch nicht. Ja, ja. Aber das haben wir gut abgearbeitet, also Respekt, Leute, ne? Dass wir das innerhalb. Oh, da kommen noch mal ganz viele Sachen rein, okay. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Prüft ihr eure Sicherheitsanpassungen, beispielsweise WordPress-Server mittels WP-Scan? Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn man Kompromisse eingeht, muss man halt auch ein bisschen Hirnschmalz oder Zeit investieren, ne? Also wenn ich ein WordPress betreibe, muss ich gucken, was passiert im WordPress, und da ist WP-Scan echt ein gutes Tool, um dort nochmal zusätzlich Sicherheit zu schaffen. Okay, ja, für Webserver vielleicht, ja, WP-Scan in der Hinsicht. Mod Security schreiben manche für Apache. Dann, genau, gibt es vielleicht auch tatsächlich nochmal HTTPS aktivieren, ja, vielleicht auch mal gar nicht so schlecht für einen Webserver. Ich glaube, da sollten wir heutzutage nicht mehr drüber reden, oder? Sollten wir nicht mehr drüber reden, aber ne, man erwähnt es nochmal. Apropos gibt ja ganz drüber reden, das mache ich nachher noch. Da bin ich sehr gespannt. Da gibt es ja auch verschiedenste Methoden, ne, wie du dann so ein HTTPS machst, beispielsweise Certbot gibt es ja, aber ist nur noch als Snap verfügbar, glaube ich. Das ist so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bei Debian ist es drin und bei einmal Linux, was ich nachher mache, ist es auch mit bei. Also von daher. Ich glaube, auf der Seite sagen sie, ich mache mal Just for Fun. Wir haben beispielsweise Apache, sage ich mal, on Debian 11. Debian 11 haben sie nicht mal drin, die haben nur Debian 10 drin. Und dann sagen sie hier, was sagen sie hier? Install Snapd. Vielleicht ist es in Debian 11 dann drin. Automatisch Setbot, könnte sein. Hey. Weil Debian 11 haben sie hier nicht drin. Ansonsten empfehlen sie hier tatsächlich, Snapd zu installieren. Ja, ne? Da wären wir wieder beim Talk von gestern. Das kann man machen, jemand. So, okay. Es gibt leider noch so viele Webseiten ohne SSL, schreibt jemand. Ja, Leute, die eine SSL, keine SSL-Webseite haben, es kann so einfach machen, weil es ist Certbot oder Caddy, ist auch ein klasse Server, womit ihr so ein Reverse-Proxy starten könnt, und der macht dann in 0, nichts euch eine HTTPS-Verbindung rein, und das ist super easy. Also Caddy kann ich auch nur empfehlen, beispielsweise. So, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Oder habt ihr noch was? Nö, ich fliege nur mal kurz über den Chat, aber boah, also ich sehe, ist auch nichts mehr groß. Traffic, schreibt jemand nochmal. Der hat ja auch Let's Encrypt implementiert, dementsprechend, ja. Genau, ja, alles also Mögliche. In Zeiten im Jahr 2021 sollte ein Zertifikat oder ein SSL-Zertifikat, wer keins hat heutzutage, der gehört so lange mit E-Mails vollgespammt, bis es machen. Ja, also absolut, das ist absolut. Ja, das ist ein Unding, das darf eigentlich nicht. Der kriegt DDoS-Attacken. Nein. Das ist wieder eine andere Sache. Nein, ja. Die nicht. So, gut, also, dann wären wir durch soweit, oder? Ja. Dann, herzlichen Dank euch für die Zeit. Ich muss sagen, es war toll, mal alles so auf einen Ballen zusammengefasst zu haben. Ich hoffe, ihr konntet da draußen ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht konnten von ein paar von euch auch ein bisschen was dazulernen, vielleicht neue Sachen hören. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ich denke, ich werde mal dazu ein Video machen. So ein Rundum-Service für wirklich gut abgesicherte Server. Und werde da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel von der Diskussion hier mitnehmen. Und, da können wir ja auch eine Kooperationsserie draus machen, ne? Das ist auch eine Idee. Da sollten wir uns nochmal Brainstorm treffen. Da sollten wir nochmal Brainstorm treffen. Ausführlich machen. Absolut, genau. Ja, dann wäre es das gewesen. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß bei den Talkstagen. Jo. Bis nachher.